Guten Tag, Herr Vogel. Eine Frage: Ist der Islam nur für Türken und Araber? Allah subhanahu wa ta'ala sagt in Sure 49, Vers 13 müsste es sein, ja, dass Allah den Menschen aus seinem männlichen, aus seinem weiblichen Wesen erschaffen hat. Und aus diesen hat er Stämme und Völker gemacht, damit sie sich gegenseitig kennenlernen. Der Beste von euch ist der Gottesdienst. Der Prophet alaihi salatu wassalam hat klar gemacht, dass es keinen Unterschied zwischen dem Menschen am Araber und nicht Araber, außer die Stammer. Es gab zur Zeit des Propheten viele Menschen, die es damals angenommen haben, die weder Türken noch Araber waren. Es gab Bilal, ein Schwarzer aus Afrika. Es gab Suleim, im Sinan Rumi, ja, ein Europäer. Ja. Es gab zu dem Anfang noch nicht mal Türken, das muss man ganz klar sagen. Das heißt, der Islam ist ein Leben für alle Menschen. Eine weltübergreifende, eine universale Lebensgemeinschaft.